Squid Game, die erfolgreichste Serie, die es auf Netflix jemals gab. Sie erschien am 17. September 2021 und holte sich mit über 1,65 Milliarden gestreamten Stunden die 1. Für alle, die die Serie noch nicht kennen, bei Squid Game treten hochverschuldete Menschen in zunächst scheinbar harmlosen Spielrunden gegeneinander an, um ein hohes Preisgeld zu gewinnen. Dabei geht es aber nicht um Ehrgeiz und Spielspaß, sondern um Leben und Tod. Denn wer verliert, der stirbt. 2 Jahre nach dem Riesenerfolg bringt Netflix eine Squid Game Reality Show. Natürlich nur mit dem Unterschied, dass niemand umgebracht wird. Eine Reality Show, wo Menschen aus dem echten Leben gegeneinander antreten, um 4,56 Millionen Dollar zu gewinnen. Am 21. November erschien dann die Squid Game Reality Show. Aber nicht nur das. Denn daraufhin folgten auf TikTok Videos von Teilnehmern, die sich über dem, was da passiert ist, beschwert haben. 3 things that still trigger me 10 months after playing Squid Game The Challenge from Player 303. Okay, number 1, the doll song from Red Light, Green Light. No explanation needed. I played that game for 8 hours. I never want to hear that song again. It freaking haunts me in my dreams. Number 2, hand warmers. We filmed in January in an unheated airplane hangar in the UK. And prior to playing Red Light, Green Light, they had given us these hand warmers that you shake and it like emits heat. And listen, I grew up in New Hampshire. I thought I was built different, but I was not made for that cold with no jacket. So anytime I see hand warmers, like, trigger. Okay, number 3, box water. So we were quarantined in our hotel rooms for a couple of days prior to entering the game, and we were given cartons of water because we were in lockdown, so I couldn't like go and get water. So we were given boxed water, and I know I'm not alone on this, but not all water is created equally, and boxed water is like at the bottom of the list. Andere erzählen davon, dass das erste Spiel in der Serie nur ein paar Minuten ging, aber im echten Leben einfach 7 bis 8 Stunden gedauert hat. Doch als wäre das nicht schon alles gewesen, wird davon erzählt, dass es da unnormal kalt war, -3 Grad, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, und sehr, sehr viele Menschen unterkühlt waren. Einige haben behauptet, sie wurden schlecht behandelt, die anderen, dass sie kein Essen bekommen haben. Es wird davon geredet, dass einige Nervenzusammenbrüche bekommen haben, andere umgekippt sind, und ich wollte der Sache mal auf den Grund gehen und schauen, wie es wirklich war. Dann bin ich auf Tayo gestoßen. Tayo ist der einzige deutsche Teilnehmer, der dabei war, und er ist so korrekt, dass er sich sogar dazu bereit erklärt hat, mit mir ein Interview zu drehen, wo ich ihn einige Fragen stelle, auch eure Fragen. Haltet euch fest, es gibt jetzt einen Plot-Twist nach dem anderen, ich war selber geschockt. Jetzt werdet ihr erfahren, wie es hinter den Kulissen läuft und was da wirklich ablief und wie wahr diese Geschichten wirklich sind von den Leuten, die das erzählt haben. So, meine Freunde, hier ist der Teilnehmer, von dem wir gerade gesprochen haben, und ich würde vorschlagen, wir fangen direkt mal an und du stellst dich vor. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Tayo und ja, ich hatte das große Glück, als einzig deutscher Teilnehmer bei Squid Game, bei Netflix Squid Game The Challenge mitmachen zu dürfen. Geil. Und die Chance, 4,56 Millionen Euro zu gewinnen. Du hast aber verkackt, ne? leider ja. Denn, aber ey, es ist, wie es ist auf jeden Fall, ja. Was sehr viel interessiert hat, wie hast du es eigentlich so geschafft, da reinzukommen? Wie kommt man da überhaupt rein in diese Squid Game, Netflix, Challenge Serie? Also, wie lief das ab? Ich habe halt so eine Show gehabt für Vertical, das ist so eine Fashion-App. Und wir haben da halt einfach so freshe Themen besprochen, und da hieß es halt, ey, da ist dieses globale Casting gerade für Squid Game, The Challenge ist eine Reality-TV-Show, und man kann halt 5 Mios fast gewinnen. Und ich war so, ich mache ja eh Werbung und Mucke und so, und das wird voll gut passen. Und dann dachte ich mir so, komm, ich bewerbe mich mal. Musste einfach nur ein 1-Minute-Video machen. Nur 1 Minute? Und die haben sich direkt am nächsten Tag gemeldet. Die mussten 1 Minute, musstest du sagen, warum die dich nehmen sollen. Und ich habe das so gemacht, ich habe 1 Minute lang gelabert. Direkt nächsten Tag so, zack, Ayo, die finden dich super, jetzt musst du 10 Milliarden Sachen ausfüllen. Und ich so, ja, okay. Hast du das Video noch? Ich hab das Video noch, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ich glaube schon. Wenn du es findest, kannst du das einblenden, wäre das okay für dich, oder sagst du, nee? Ja, das ist ja okay. Hey, what's up, guys? My name is Yujin Tanifuji, I am 25 years old. I was born and raised here in Germany, but I have Korean and Japanese roots. I work as a music producer, and I also do some hosting for a fashion app called Vertical. And I would say I am one of the luckiest people in the world, because, you know, we as humans, we're really good at thinking, but what we're even better at, in my opinion, is feeling. And I would say I'm not a person that thinks a lot,
But I really just go more with the flow, you know, because like it's a really subtle voice, you know, the gut feeling is. But if you can listen to it, I feel like the universe will carry you in a really easy way. And easy is not like that everything is easy. You could work like 15 hours and it could still be easy. You know, it's a state of being. And what I would do with the money, I mean, it's 4.56 millions and I have really, really big plans. But since the minute is over, I will have to cliffhang you guys. Thank you for listening to me. Bye bye. Ich will nicht lügen, aber ich glaube, es gab ungefähr 80.000 Bewerber oder so. Also, ja, das ist krass. Deswegen ist die Frage so, wie hast du es geschafft reinzu... Ja, das, oder einer von 80.000, überleg mal. Selbst 200 Menschen vor dir sind schon viel. Und der Bewerbungsprozess ging halt ungefähr 10 Monate lang. Man musste wirklich 10 Monate lang zittern. Oh. Also am Anfang ist Bewerbungsgespräch, dann hast du mit Netflix einen Call. Nee, dann hast du erstmal mit der Agentur. Danach hast du mit Netflix einen Call. Danach wirst du psychologisch dann musst du medizinisch untersucht werden, ob du überhaupt körperlich fit bist. Okay. Und dann musst du noch mit einem Psychologen reden. Und dann checken die halt so, ey, ist der überhaupt mental stabil genug? Weil die sagen von Anfang an schon so, Bro, es wird gestört stressig. Also du musst es schon handeln können. So. Und dann, sagen die davor, ey, es wird stressig und nur wenn du es so dazu... Okay, das ist... Okay, es geht halt darum, dass sich ja Leute darüber beschwert haben, was da so abging und so. Und wenn die davor gesagt haben, ey, guck mal, es wird sehr, sehr stressig, bist du dazu überhaupt in der Lage und wenn die darüber aufgeklärt haben, dann ist es ja so ein bisschen was anderes, ne? Safe. Und deswegen, guck mal, jeder wusste, worauf er sich einlässt. Es wird einfach stressig as fuck. Das war klar, so von Anfang an auf jeden Fall. Und dann wurde es halt medizinisch und psychologisch einmal durchgetestet von einem Psychologen. Du dachtest dir so bestimmt so, eigentlich gar keinen Bock drauf, aber 4 Millionen, 4 Millionen. Ne? Ja, also ja, voll. Also ich hab, also werden wir auch später zu kommen, aber was man nicht alles für 5 Millionen fast macht, ne? Ja. Reden wir mal ein bisschen über das Geldtechnische, okay? Erstmal, wurde deine Reise dann, also wo bist du dann hingeflogen? Okay. Also erstmal, es ging für mich nach London. Okay. Und die haben mir halt einen Flug gebucht und so. Und auf einmal, so war halt Abreisetag. Da steht so ein übertriebens dicker E-Klasse AMG. Und ich so, wow, Alter, so läuft auf jeden Fall, ne? Ich wäre so abgeholt von so einem Black Lane oder so hieß das und denke mir so, krass, der bietet mir was zu trinken an und so. Wie in der Serie? Auf einmal so, wie bitte? Wie in der Serie so mäßig, ja, da wurden die an so einen Ort geschickt, wo sie sich hinstellen sollen und dann in der Serie wurden ja so Augenklappe, dies, das und dann irgendwo entführt auf den, weiß ich meine. Und war das so auch so mäßig gemacht, aber ohne jetzt Augenbinde und so? Ja, es war schon, also wenn das eine Entführung wäre, wäre das die beste Entführung ever. Dann kann man mich immer entführen, weil das war schon echt so ein High-Class, einfach wirklich, du wirst wie so ein Promi abgeholt eigentlich. Und ich dachte mir eigentlich mehr so, ja geil, läuft bei mir. Und ich schreibe so meiner Mutter so, ey, so guck mal, die behandeln mich richtig gut, so ich krieg übelstes Chauffeur-Service und so. Da war meine Mom so, scheiße, das ist keine gute News. Ich so, hä, warum? Wie krass wollen die euch quälen, dass die euch am Anfang so gut behandeln? Hat meine Mom am Anfang gesagt. Und ich so, was? Nein. Du hast ja bestimmt so gesagt, Mama, ich werde krass als Ronaldo behandelt und dann später wurdest du für die also du redest gerade mit dem zukünftigen 4,56 Millionär hier. Nee, und sie hat ja, also am Ende wurden wir ja schon, war schon hart auf jeden Fall. Sie hat es schon gerochen, den Braten. Ja, Mütter spüren das wohl. Aber, oder? Wirklich, sie hat es gespürt, weil auf jeden Fall kamen wir da an, erstmal eine Woche lang im Hotel, durften wir nicht rauchen, also ich rauche halt leider für mein Leben gerne und du weißt, als Nikotin-Junkie nicht rauchen ist echt hart und dann wirst du halt in ein Zimmer eingesperrt, musst da drin essen, trinken, alles machen, kein Kopf verdienen. Du wurdest in dein, warte, erstmal, also die Reise wurde ja bezahlt, ne? Erstmal dahin, war ja bezahlt. Die Reise wurde komplett bezahlt. Okay, ja. Und du bist in ein Hotelzimmer dann, wart ihr dann? Genau, dann sind wir in London, in so Towerbridge Hotel, das war so ein riesen Hotel und da waren dann alle Teilnehmer und man durfte nicht miteinander reden. Wir durften nur raus, wenn man Essen halt bekommt. Dann haben wir uns das Essen abgeholt und sind straight wieder in unser Zimmer rein. Ah, und sonst haben wir nur Pressebilder gemacht. Das die ersten 7 Tage? Genau, die ersten 7 Tage.
Aber und ich glaube, für die Amis war das auch so, damit die kein Jetlag und so haben, weißt du, dass sich jeder akklimatisieren kann. Und wenn du halt ein Nikotin-Junkie bist wie ich, dann, dass du halt ein bisschen dich abgewöhnen kannst, dass du dann, wenn du reingehst, schon dich gewöhnt hast, dass du halt kein Koffein, kein Nikotin, kein gar nichts mehr kriegst. Ist ja sogar aber auch irgendwie schlau, weil die haben ja keinen Bock, dass so, guck mal, die haben ja alles vorbereitet, und die haben ja keinen Bock, dass irgendjemand beim Dreh dann so besoffen ist oder so, weiß ich mal. Oder irgendwie, keine Ahnung, der eine schläft mit dem anderen und dann beefen die sich und, weiß ich meine? Auf denen so, wollten vielleicht vermeiden. Ja, Bro. Vorne zu diesem einer schläft mit dem anderen, wir kommen so an und das sind, die haben unendlich viele Kondome uns gegeben. Ehrlich? Es gab so unendlichen Kondomspeicher. Warum? Und guck mal, nach Red... die dachten so, ja, wenn die Leute da ein bisschen Bock haben, ne? Sollen da... Weißt du, auf safe halt, weißt du? Aber in der ersten Woche? Die ganze Zeit gab es da Kondome. Also, aber das ist erst jetzt, als wir drin waren, als es mit den Dreharbeiten angefangen hat, in diesem Haus, da gab es Kondome. Aber da kommen wir später zu. Ganz kurz davor noch, also die erste Woche, ne, wie du schon gesagt hast, ihr wart da in diesem Hotel, da wolltet ihr wollt ihr euch vorbereiten so mäßig, ne? Und danach kam ihr erst in das Game da rein, da habt ihr da hinten geschlafen, stimmt's? Tatsächlich hat das so angefangen, dann irgendwann war Drehtag, dann mussten wir unsere Handys abgeben und dann am nächsten Tag mussten wir halt schon um 6 Uhr aufstehen und dann zu der Location fahren. Wir wussten gar nicht, was Sache ist. Wir haben bis dahin noch nirgendwo geschlafen. Mhm. Uns wird nur gesagt, ey, ihr habt morgen euren ersten Drehtag. Wir so, alright. Mhm. Kommen da an, Anfang Februar, arschkalt. Ja. Und dann war unser erstes Game Red Light, Green Light. Und wir kamen erstmal in diese Fabrikgebäude, beim Fabrikgebäude an und dann stellt sich raus, erst wenn du die erste Runde passt, dann darfst du in diesen riesen Schlafsälen, wie man das jetzt bei Squid Game kennt. Das heißt, die ersten, die da jetzt rausgeflogen sind, die haben das Ding nicht mal gesehen. Also, war das nicht auch in der Serie so mäßig? Also die wohnen ja auch nicht direkt in diesen, oder die sind da aufgewacht, glaube ich, kann das sein? Die sind da aufgewacht, ja, voll. Und hier war das so, du musstest dich sozusagen erstmal qualifizieren, sage ich jetzt mal, durch das erste Spiel. Ja, und dazu kommen wir auch noch gleich, das berühmte Spiel, wo sehr viele Dinge ausgepackt haben. Wie wurdet ihr behandelt? Habt ihr genug Essen bekommen? Leute haben gesagt, dass ihr nur einmal am Tag Essen bekommen habt. Also als wir angefangen haben zu drehen und in den Dorms waren, also in den Schlafsälen, da gab es arschwenig Essen. Also, und vor allem, wir konnten nicht irgendwie gut oder schlecht behandelt worden sein, weil wir waren unter uns, weißt du? Und wenn es Spiel gab, dann auf zum Spiel. Das heißt, wir hatten wirklich wenig Kontakte mit der ganzen Regie und Hintergrundsachen und so. Es war wirklich wir uninszeniert einfach losgelassen. Und das Essen war so, du hast morgens Haferbrei, Haferschleim bekommen, also Hafer mit Wasser, mehr nicht. Kein Salz, kein Zucker, kein gar nichts. Dann hast du zum Beispiel ein furztrockenes Hühnchen bekommen, wirklich furztrocken. Einfach ein Hühnchen in Wasser gekocht, hier. Oh. Kein Salz, kein Bro, ich sag es dir, das schmeckt räudig. Und die haben schlau gemacht. Manchmal haben die Leute, die sind alle am Verhungern, weil das sind nur so Drittelportionen. Und manchmal haben die das so gemacht, der eine kriegt 4 Frikadellen, der andere kriegt 8 Frikadellen. Und, und dann bist du so eh schon, guckst du rüber und denkst so, warte mal, warum hat ihr doch so viele Frikadellen hier? Das sind Profis, die wissen ganz genau, wie die dich on edge kriegen, weißt du? Weil die wollen ja natürlich Drama und so, dass Leute halt einfach pisst sind, glaube ich. Und ja, das Essen, also ich bin echt ein Sticko und ich habe bei weitem nicht genug Kalorien, glaube ich, einbekommen. Also das Essen war ungesalzen und zu wenig. Aber du konntest auch so Hacks machen, wie wenn du ganz am Anfang Essen geholt hast, dann konntest du dich nochmal anstellen. Weil die haben dich schon lange dann vergessen und dann hast du 2 Essensboxen bekommen. Das ist ein Briefs. Also habe ich gehört, natürlich. Ja, nicht, dass hast du das gehört, ne? Gemacht habe. Das ist ja total asozial, also... Habe ich gehört, dass er das machen kann. Ja, also man kann das jetzt so sehen als mäßig, entweder ihr wurdet kacke behandelt, aber man kann es auch als Challenge sehen. Und ich denke auch schon, dass es die Challenge war, so mäßig so, dass ihr halt genau so wenig Essen bekommen habt, so mäßig, ne? Und die dann so Fitner machen wollten. So, der eine bekommt 8 Frikadellen, der andere 4 und du bekommst zum Beispiel nur 2 und dann dieses so, man macht so Auge, man ist hungrig, man ist abgefuckt schon, man denkt sich dann so, boah, wenn ich den erwische. Voll. Vor allen Dingen, wir wussten alle, womit wir es zu tun haben. Wirklich, wir wurden so gebrieft. Uns wurde gesagt, du wirst mental an deine Grenzen getestet. Okay, das ist jetzt mal was anderes, weil die haben da wirklich so Sachen erzählt wie, ey, wir wurden voll kacke behandelt und so. Ich habe dies und das Schäden bekommen und es war so schlimm. So,
Ich wusste das bis jetzt nicht, dass ihr da wirklich halt sogar da gebrieft wurde und die Leute gesagt haben, ey, guck mal, du machst das, das und das mit, ne? Es wird schwierig für dich. Bist du dazu auch wirklich bereit? Das wusste ich jetzt nicht. Cool. Also guck mal, wir wussten, dass wir getestet werden. Wir wussten natürlich nicht, welches Ausmaß das annehmen würde. Also wir wussten nicht, wie extrem, aber wir wussten schon extrem, weißt du? Und es gibt zwei Gruppen. Also wenn wir jetzt zu Red Light, Green Light zum Beispiel gehen würden, dann gibt es die Leute, die da weitergekommen sind und nicht weitergekommen sind. Und es macht mental einen Unterschied. Aber dazu kommen wir, glaube ich, gleich, wenn du mich mehr Sachen über rotes Licht, grünes Licht gleich fragst. Zum ersten Game, glaube ich. Es wurde behauptet, dass das erste Spiel rotes Licht, grünes Licht, was eigentlich nur 5 Minuten dauern sollte, über 7 Stunden ging. Stimmt das? Ja, also guck mal, das Ding ist, warum unendlich verschiedene Zahlen im Internet kursieren, und das fragen auch richtig viele bei mir bei TikTok, ist, jeder hat eine andere Finishing-Zeit, weil das Spiel ist, du musst jede Position 20 bis 40 Minuten halten. Das heißt, wenn du eine Runde nach mir erst fertig warst, dann gab es einfach 40 Minuten Unterschied. Das heißt, der eine war nach 5 Stunden fertig. Wenn ich in der nächsten Runde fertig war, dann habe ich schon 6 Stunden gebraucht, weißt du? Deswegen hat jeder eine andere Zahl, weil jeder auch anders fertig war. Und das heißt, pro Sekunde, pro 20 Sekunden, 10 Sekunden, die du auf der Uhr siehst, sind im Real Life 50 Minuten, 40 Minuten vergangen, weißt du? Und boah, Alter, ich musste da 40 Minuten dran rumstehen, Dings? Ja. Und deswegen bist du dann, und ich dachte am Anfang, Vorteil, es ist koreanisch. Bugungwa gochi pyeosseum ni da. Und da muss man aufhören. Und ich war so, ich kann das. Easy game. Und ich habe am Anfang auch so ein bisschen gesquattet, so. Und dann, du merkst das so krass. Deswegen ist dieses eine Girl auch am Squatten gewesen. Und alle schieben Hate, weil die sagen so, Girl, reiß dich mal zusammen. Das ist nur kurz. Nein, das ist nicht kurz. 20 bis 40 Minuten. Und das bei minus 3 Grad im Studio. Da war dieses Mädchen, also Squatten meinst du, dieses in die Beuge gehen so mäßig, ne? Genau, die ist in die Beuge gegangen. Ja. Und die hat das wirklich lange gemacht, so bestimmt 30 Minuten, aber ich hätte das jetzt auch keine 40 Minuten gestanden. Bro, ich war einer der Typen, der geschaut hat, und also ich dachte, Lan, du Janak, bleib doch 2 Minuten da länger stehen, Junge. Die Arme. Komm, reiß jetzt zusammen, diese 10 Sekunden. Ja, ich hab mir vor Unrecht getan, Digga. Und hat ja so geheult waren und so. Ja, ja, voll, voll. Das ist, weil wir wirklich gestresst waren. Und die hat locker eine halbe Stunde, und dann war sie so, oh, ich muss jetzt aufgeben. Und ich kann es verstehen. Kalt und anstrengend. Ja, die Kälte. Da haben ja irgendwie, wurde irgendwie gesagt, dass da welche Hirnschäden bekommen. Wenn ich jetzt mich gerade richtig erinnere, ist irgendwie Hirnschäden oder so bekommen wegen der Kälte. Oder also auf jeden Fall Schäden davon getragen haben, ne? Und anscheinend jetzt verklagen wollen. Wo ich mir denke, okay, wenn ihr darüber aufgeklärt wurde, dann ist es halt immer was ganz anderes, als wenn ihr dann einfach nur so, wie soll ich sagen, so nichts davon wusstet. Und ich hatte auch dieses Bild, hey, what the fuck, was ist mit Netflix los, warum machen die sowas? Aber Bro, wenn ihr darüber aufgeklärt wurdet, dann, und das Spiel einfach so ist, dann kann man eigentlich nichts dagegen sagen, sag ich dir ehrlich. Nee, also das Ding ist, wir wussten nicht, dass es minus 3 Grad sind, und wir wussten auch nicht, dass wir 20 bis 4, also uns wurde das kurz vorm Spiel gesagt, so, Leute, ihr müsst die Position 20 bis 40 Minuten halten, und ich weiß, es ist kalt. Und ich meine, wenn du 50 Jahre alt bist, 60 Jahre alt bist, da waren ja wirklich jede komplette Brandbreite an Leuten dabei. Ich dachte, als 60-Jähriger, das machst du einfach nicht lange mit, ja. Es ist, also ich war schon wirklich kalt und anstrengend, und wir wussten auch nicht, dass das so anstrengend ist. Aber du hast recht, Bro, du konntest zu jeder Zeit sagen, ey, I'm out, das ist mir zu viel, ich erfriere gerade, ich bin, ciao. Also war es nicht vertraglich so mäßig, dass sie sagen, du musst jetzt mit uns das fertig drehen, also das war einfach so mäßig, dann, wenn du sagst, ey, kein Bock mehr, bist du raus. Du kannst jederzeit sagen, ja, ey, ich bin raus. Ah, ich geh jetzt nach Hause. Ciao. Keiner will das halt, weil du willst halt 4,56 Millionen Euro gewinnen, weißt du? Aber dann beschwer dich nicht, wenn du dabei Schäden trägst. Also, guck mal, in den ersten 3-4 Runden sind Leute ohnmächtig geworden. Weil nach 3-4 Runden waren wir da schon 2 Stunden oder so, weißt du? Und die ersten Leute, also ich bin in der Blüte meiner Jugend, und ich war hart am Kämpfen, und ich dachte mir, wenn du doppelt so alt bist wie ich und viel unfitter, Jesus Christ, das machst du keine 2 Stunden mit. Also ich kann das schon verstehen, dass Leute ohnmächtig wurden und mad sind, aber warum habt ihr nicht früher aufgegeben? Also, weißt du, man muss dann irgendwo auch schon ehrlich mit sich selbst sein und sagen, hey, vielleicht ist meine Gesundheit mir jetzt wichtiger als das Geld.
Und guck mal, und das sind die Leute, die so frustriert sind und Netflix anzeigen, weißt du? Weil die haben so lange da gestanden, gekämpft, am Frieren gewesen, nur um auszuscheiden. Und ich glaube, das sind die Leute, die jetzt gerade Netflix verklagen. Weil die meisten Leute, die jetzt da die erste Runde geschafft haben, die sind alle glücklich. Wir haben es gepackt. Denkst du, die kommen durch? Weil die wurden eigentlich davor aufgeklärt. Also es ist ja immer so, man muss es so betrachten. So, wenn du jetzt nicht aufgeklärt wurdest und dir das nicht gesagt wurde, du jetzt nicht raus konntest, dann okay, ne? Aber, Bro, wenn du aufgeklärt wurdest und du jederzeit rausgehen konntest, warum, also, verstehe ich halt nicht so. Ich check's auch nicht. Vor allen Dingen, guck mal, Netflix, Amerika, das sind Profis. Digga, der Vertrag ist so. Ein Roman, das ist so. Die sind so bombensicher aufgestellt. Der Vertrag ist wirklich so gut geschrieben. Ich sehe da ehrlich gesagt, also würde mich auf jeden Fall wundern, wenn die da jetzt was rauskriegen, aber. Hast du durchgelesen? Nein. Ja. Doch, also, ja, doch. Also, Stefan hätte drin gestanden, du musst später Pisse trinken von jemandem. Hättest du gemacht, weil du. Ich würde aufpassen. Ich habe mir schon die wichtigen Sachen habe ich mir durchgelesen. Also die. So, okay, Sachen, die habe ich mir, also ich habe das schon mir angeschaut, auf jeden Fall. Also. Wurde irgendwas geschauspielert oder, weil, also manche haben geschrieben, dass sie das Gefühl hatten, dass irgendwas gespielt war und jetzt kurz und knapp, also war da irgendwas, wo die gesagt haben so, ja ey, Kat, nochmal, das müssen wir jetzt ein bisschen inszenieren oder so, damit es einfach geiler rüberkommt oder gab es das gar nicht? Hand aufs Herz, nein, nix, wirklich alles, 100% keine Einflüsse. Wirklich ohne Scheiß, es gab Leute, wo die wirklich nicht wollten, dass sie ausscheiden, die ausgeschieden sind. Das ist, also, das ist wirklich wie im Film da gewesen. Deswegen alles, was da passiert, 100 Milliarden Prozent real. Tatsächlich wurde nichts geschaut. Also guck mal, die haben versucht, ein bisschen Öl ins Feuer zu kippen, aber die haben kein Feuer neu gezündet oder so, weißt du? Also wenn die wussten, die zwei verstehen sich nicht, wurde der eine rübergeholt in den Raum und dann interviewt so, ja, wie, was hältst du denn von dem? Oder wenn die irgendwie Scheiße über jemanden haben wollten, dann haben die gesagt, ey, der ist ein bisschen kacke, oder? Also was hältst du denn von dem? Dass du dann sagst, ja, voll, voll. Aber die haben nicht gesagt, ihr müsst so oder das, sondern die haben versucht, ein bisschen zu lenken so, aber hey, fair enough, das sollen sie machen. Also ja, so einfach nur so, damit das, also die wollten bisschen was inszenieren, aber konnten nicht, damit es halt real bleibt, dann haben die einfach gesagt, okay, wir machen einfach nur ein bisschen Fitner. Einfach nur ein bisschen Salz in die Wunden von denen und denen ein bisschen streuen und versuchen daraus eine Reaktion zu bekommen, damit die für die Serie so was Geiles haben, ne? Ey, 100%. Guck mal, wir haben das gekocht, die haben ein bisschen gewürzt, so, aber die haben nicht gekocht. Genau, wirklich. Genau. Also, ja. Krass. Also safe. Wirklich. Krass. Also. Manchmal lese ich da so Fake oder dass der da sich so, dass da gibt's so einen, der stößt die ganze Zeit auf und kotzt fast und so. Das ist real. Also, ja, nichts ist geschauspielert. Ja, krass. Also, deswegen hätte ich wirklich nicht erwartet. Also, ich habe das mir angeschaut und dachte mir, boah, das ist doch alles gespielt, verdammte Kacke und so. Aber, Bruder, ich bin wirklich, ich war vorhin genommen, ne? Und ich find's krass. Ja, auch für die Zuschauer bestimmt. Die denken sich auch bestimmt alle. Vielleicht denken die sogar jetzt immer noch, es ist gespielt, weil die sich denken, boah, die machen da bestimmt auch. Aber, Freunde, ich bin ein Zuschauer wie ihr, ne? Und, du weißt selber, ich hab dir geschrieben, ganz normal, hey, Bro, ich hab dich gesehen, dies, das und. Du willst jetzt, also du hast ja keinen Grund dazu lügen, so. Weißt du, ich meine? Voll. Vor allem, ich hätte keinen Grund, in der zweiten Runde rauszufliegen, wenn ich gewinnen kann. Also ich würde niemals, also weißt du, keiner will früh rausfliegen. Also wirklich niemand. Und ja. Deswegen, also keiner wurde bezahlt auf jeden Fall. Genau, ihr habt also das Einzige, was ihr so bekommen habt, also war einfach der Flug und das Hotel wurde bezahlt, aber sonst habt ihr gar keinen Cent bekommen. Nix. Bagel. Oh, aber was sie mitgenommen hat, war diese Erinnerung einfach. Und dieses, ich bin Netflix drinne, so kannst du so flexen. Auf den, weiß ich meine, ja, so ja, Kollegen. Ja, 100%. Ja, und vor allem, ohne Scheiß, Bro, du nimmst so viel mit. Vor allem, wenn du so Red Light, Green Light das erste Spiel gespielt hast und mit den Leuten, mit denen du es überlebst, das ist so, als wärst du in den Krieg mit denen gezogen. Wirklich, weil du so ein traumatisches Erlebnis zusammen erlebt hast, bist du danach so, boah, beste Freunde, weil du schaust dich halt schon, man schaut sich schon so an und man ist so, ja, ich bin auch am Leiden, Bro, so, es ist kalt und danach ist wirklich, es ist so, als würde man sich 10 Jahre kennen, wir haben uns alle so in die Arme genommen und wir haben uns alle so geliebt, wirklich, weil man ist so, ja, ihr leidet zusammen und so, das macht einen so stärker, ob man sich jetzt kennt oder nicht, so, du weißt, er macht das gerade dasselbe Leid gerade wie du und sowas, ne, und, ja, kann ich mir schon vorstellen. Ey, wir hatten Marathonläufer, Triathleten, die haben alle gesagt,
hands down, das war das Schwierigste, Anstrengendste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Und Dito, das war wirklich mit Abstand das Schwierigste jemals. Dieses erste Kackspiel, das war so hart. Hey, und jetzt die krasse Frage, okay? Es kam bis jetzt ja nur die Hälfte raus, ne? Von der Serie? Also jetzt kam noch schon die 9. Folge raus. Also es ist jetzt fast Finale. Okay, morgen kommt ja mein Video. Aber erst gestern. Ja, morgen kommt ja mein Video und ich will Leute einfach mal ärgern. Also ich werde das zensieren, ne? Aber wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Ich sag's keinem. Ich werde das nicht, ich werde es nicht zensieren, weil ich weiß, dass du sonst ein bisschen Probleme bekommst, aber einfach um Leute zu triggern. Okay, du fragst mich jetzt, wer hat gewonnen, ich sag irgendwas, aber du zensierst es. Ich zensiere es. Keine Sorge. Okay, okay. Du darfst mich nicht finden, ja? Am Ende Titel. Er hat Squid Game gewonnen, guckst du ein Video oder so. Nein, aber keine Sorge. Okay. Wer gewinnt? Spoiler mich. Ich darf das ja eigentlich wirklich nicht sagen, gell? Nur mir, ich werde das eh zensieren, also keiner wird's erfahren. Okay. Like das Video und abonniert mich. Miau, miau, miau. Ja, ich zensiere das. Krass. Okay, ich weiß jetzt, okay. Ja, ja. Okay, krass. Das ist krass, also. Was stimmst du Erfahrung, die du gemacht hast? Gab es keine? Oder ist da irgendjemandem was? Du hast gesagt, Leute sind umgekippt, ne? Gab es noch was Schlimmeres oder so? Haben sich Leute geschlagen? Oder wurde neben der Bett irgendwie geamst oder so? Oder irgendwie? Gar nichts. Also, es wurde immer gestritten, da gab es irgendwie immer Drama und so. Aber, Hattest du mit jemandem Drama oder so? Hattest du dich mit jemandem gestritten oder so? Ja, ich hatte schon auch ein bisschen Drama. Mit? Bisschen. Hast du mal das in der Serie gesehen? Nee, zum Glück nicht. Oh, okay. Was passiert? Gott sei Dank. Guck mal, bei uns hatten wir den 6 besten Mentalisten der Welt, so ein Magier. Okay. Der ist Genie. Und jeder von uns hatte eine Storyline. Und wir wussten schon, zweites Spiel wird Dalgona, dieses Zuckerding, weißt du? Mhm. Und wir waren so, ey, was ist, wenn wir Regenschirm kriegen? Wir brauchen einen Plan. Du hattest Regenschirm, ne? Ja, ich hatte Regenschirm. Verdammt. Ja, RIP, Alter. Auf jeden Fall, der Typ hat eine Batterie organisiert, weil wir wurden immer abgehört. Wir waren ja 24-7, wurden wir ja mikrofoniert. Und der hat eine Batterie daraus geklaut. Dann, immer wenn wir außerhalb des Studios waren, hat er es geschafft, 2 Kabel zu klauen. Der hat überall rumgeschnüffelt und hat 2 Drähte geklaut. Dann hat er es geschafft, irgendwo Tape abzukleben, abzudingsen. Hat er irgendwo gefunden. Dann haben wir daraus eine Maschine gebaut, wo die Nadel durch diese Batterie erhitzt wird mit diesen Stromdingern. Dann haben wir so eine Maschine gebaut, die wir so in die Hand reinkommen konnten. Und dann wurde das Ding so feuerheiß, glühend heiß wirklich. Alter. Und damit hätten wir eine. Und guck mal, Bro, wir hatten eine 10er-Gruppe und das war so eine, wie so Familie. So komisch das auch klingt, weil man sich halt literally 4 Tage kennt. Aber man hat so viel durchgemacht. So. Und er meinte halt zu mir so, guck mal, Bro, ich sag dir das jetzt, aber du musst es für dich behalten. Und ich war so. Jetzt kommt's. Ja, aber ich dachte mir, ich werde aber nicht Leute anlügen. Also wenn ich drauf angesprochen werde, werde ich nicht lügen. Ist er da so. Und ich wollte mir auch meine Maschine bauen. Hab auch eine Batterie geklaut, hab Drähte geklaut. Das Einzige, was mir noch gefehlt hat, war Tape. Oh. Und wir waren kurz davor, ein paar Szenen zu drehen. Und ich sehe es auf dem Boden, ist da so einfach so Panzertape dran geklebt. Ich mach das so ab und einer unserer 10er-Kollegen, der findet das, der kommt zu mir und sagt so, was machst du da? Ich so, ich hab das abgezogen. Der so, ja, aber warum? Ich so, ja, einfach so, ja, aber warum? Sag. Alter. Ich so, ey, Bro. Und guck mal, wie gesagt, ich hab mich nicht gut gefühlt, die Leute anzulügen. Bin ich ehrlich, ich konnte das nicht. Hast du gesagt? I don't know. Und dann habe ich ihm halt gesagt, so, ja, Bro, so, es ist eigentlich uncool, wenn du das weißt, so, aber es ist, wir bauen gerade eine Batterie. Der, guck mal, jeder will da überleben. Das heißt, der fängt an, der so, bitte, ich will auch mitmachen, hier um eine Batterie und bla, bla, bla. Und dann auf einmal haben es halt voll viele Leute gewusst. Alter. Und dann hat der eine Magier, der mir das gesagt hat, war halt übel enttäuscht von mir, was ich verstehen kann. Weil ich habe ihm halt gesagt, so, guck mal, Bruder, ich mache keine Geheimnisse so in unserem 10er-Team. Und er hat mich drauf angesprochen, ich habe ihn halt die Wahrheit erzählt. Und dann gab es halt so übel Stress und so. Und ich habe halt gemerkt, so, ich bin, glaube ich, trotzdem nicht bereit, so aufzugeben, wer ich bin, für jetzt mehr Screentime oder um jetzt dann zu viel krass weiterzukommen, weil, ja,
Also deswegen bin ich mir auch schon sehr tief begegnet und wusste so, ey, ich will mir aber schon treu bleiben und meinen Prinzipien treu bleiben. Und es war schön, dass ich das mir selber zeigen konnte, auch wenn das natürlich zu Drama geführt hat. Bro, Digga, ich sag dir ehrlich, ich wäre da ganz anders, Digga. Ich hätte mir gedacht, Junge, das ist ein Spiel, da muss man ein Wichser sein. Die anderen hätten dich auch geknallt, ne? Ich hätte dir gesagt, was willst du von mir? Belästige mich nicht! Ja. Es ist nix! Und dann verweist ich meine... Oh mein Gott, Junge. Ja, war bis jetzt sehr, sehr interessant. Ich habe gerade keine weiteren Fragen im Kopf, aber wir können es ja so machen, da habe ich auch was vorgeschlagen. Freunde, wenn ihr weiter irgendwelche Fragen habt, okay? Wenn ihr irgwelche weiteren Fragen habt, die nicht für euch beantwortet wurden, dann schreibt es jetzt in die Kommentare. Der Bre hat einen YouTube-Kanal und ich habe ihn dazu motiviert, mal ein paar Videos zu drehen und wo er so Storytimes macht, wo er euch auch ausführlicher Dinge erzählt, wo er auf eure Fragen eingeht. Deswegen schreibt in den Kommentaren eure Fragen, ne? Er wird sich da welche rauspicken, er wird dann ein Video machen, wo er halt darauf antworten wird. Sein Kanal ist in der Bio verlinkt und da könnt ihr auch, wie schon bereits erwähnt, könnt ihr ihn gerne abonnieren schon mal. Und er macht auch Musik, habe ich auch schon erwähnt gehabt oder werde ich im Video, wie gesagt, erwähnen. Und er macht doch Musik, vielleicht gefällt es irgendjemanden. Und dazu habt ihr so, ihr hattet auf seinem Kanal schöne Mucke. Und dazu halt diese Storytimes, auf die ich auch warten werde, weil da sind noch Sachen, die du bestimmt erstmal nicht erzählst und alles. Und ich bin gespannt. Abonniert ihn. Und yes. Hast du noch irgendwelche Dinge zu sagen, wo du sagst, ey, das muss nochmal erzählt werden, was Kleines oder irgendwie, was du erwähnen möchtest? Oder war es jetzt auch für dich schon? Nee, also ich kann nur sagen, es war eine sehr schöne Experience. Und ich habe unglaublich viel mitgenommen und in der Season 2, also wer sich da bewerben möchte, sollte sich auf jeden Fall bewerben, weil es lohnt sich, weil du lernst echt viel davon. Ja, also wer bereit dafür ist, auf diese ganzen Schmerzen, Kaufschmerzen und Kältemelte, der soll auf jeden Fall da sich bewerben, aber Bro, wenn du geistig dazu nicht in der Lage bist, dann scheiß drauf, am Ende endet es auch mit, ey, ich verklag euch jetzt, was soll das? Also ich bedanke mich auch für dieses Gespräch, ich fühle mich auch sehr, sehr geehrt, dass du so dich dafür bereit erklärt hast und gesagt hast, ey, komm, ich mache dieses Interview, das wird auch bestimmt meine Zuschauer sehr interessieren, ist doch mal was Neues und Freunde, falls ihr auch mehr von sowas sehen wollt oder in diese Richtung Aufklärung, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare, ne? Ich dachte mir, okay, es ist vielleicht interessant, mal so zu sehen, wie läuft es hinter den Kulissen ab, so mäßig, weißt du, ich meine, und yes. Vor allem, weil das ja auch die größte Reality-TV-Show von Netflix oder generell jemals mit dem höchsten Preis ist, deswegen, ja, voll. Genau, ja. Nice, ich danke dir dann und Freunde, wie gesagt, schreibt ihr die Fragen auf in die Kommentare, ne? Und er wird sich welche rauspicken und abonniert ihn bitte als Dankeschön. Ich weiß nicht, was ich ihm zurückgeben könnte. Ich bin wie Netflix, ich kann niemandem Geld geben. Aber vielleicht supportet ihr ihn ein bisschen. Du hast 5000 Abos? Ja, auf jeden Fall. Wie fährst du auf YouTube? Ja, genau. Oder vielleicht ihr gönnt, vielleicht ihr macht Gönnermodus, ne? Ihr macht 10k voll. Ich bezweifle so ein bisschen, vielleicht. Man weiß nicht. So. Sehr auf jeden Fall, ja. Würde motivieren, auch mehr zu machen. Crazy. Sehr geil. Ich hoffe, gönnt die ein bisschen und, yes.